Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Pokémon Colosseum für Nintendo GameCube. Erschienen ist es am 21. November 2003 in Japan und am 14. Mai 2004 bei uns hier in Europa. Es ist ein 3D-Adventure, was auf die Edition Rubin und Saphir sozusagen basiert, auf der dritten Generation. Ja, und ist im Gegensatz ganz anders zu Pokémon Stadium. Das werden wir hier im Laufe des LPs sehen. Ich werde hier alle 48 Krypto-Pokémon einfangen. Und auch noch zeigen zu einem ganz besonderen Bonus-Pokémon, das man kommen kann. Der Duell-Modus hier beispielsweise, mit dem kann man dann die GBA-Edition mit den Editionen Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün verbinden und... ja... dann beginnen wir jetzt mal den Story-Modus. Gut, nehmen wir jetzt erstmal ein neuer Name. Genau. Gut, Name bestätigt, dann beginnen wir jetzt. Ist Kevin okay? Ja. Da ist sie, die Orre-Region. Dort spielt sich unser gesamtes Abenteuer ab. Oh. Eieiei, das war mal ein großer Bumsarer. Siana wartet schon auf uns. In der Begleitung nach Tara. Und das nenne ich mein mega Gefährt. Gut, mal sehen, wo wir jetzt ankommen. Eine Bar. Hör mal nicht Moos Taverne. Gucken wir uns mal um. Vielleicht finden wir hier noch was. Oh. Damit haben wir gleich mal die Weltkarte aufgerufen, wo wir später im Spiel zu den verschiedenen Orten reisen können. Gut. Hm? Was sind das denn für Typen? Oh Mann, ich bin pappsatt. Und nach getaner Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Hehehe. Wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird dieses Mal ordentlich was springen lassen, und zwar nicht zu knapp. Hehehe, was für ein Tag. Da ich es auch ewig nicht mehr gespielt habe, wird das auch teilweise noch vollkommen blind sein. Aber ich erinnere mich teilweise noch an die Orte und welche Pokémon. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon liegen, nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht. Allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir hatten sie auch weiterhin auf dem Laufenden. Schade, dass man nicht weiß, dass wir dafür verantwortlich waren. Kennst du eigentlich das Team Krall? Ja. Was für Alunken.
Ich frage mich, wie vielen Trainern diese Typen schon übel mitgespielt haben. Ich habe... Entschuldigung für Versprecher. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Auf der Durchreise, was? Naja, egal woher du kommst und wohin du gehst. Ruh dich erstmal ein wenig aus. Was da wohl los gewesen sein mag? Wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ich? Ich tue nichts Böses. Deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Hahaha, ich hab's drauf. Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. Du bist doch auch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja, schon klar, ich habe einen Blick für so etwas. Und du hast diesen Glanz in den Augen. Ich wette, du hast auch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Wenn der wüsste. Naja, mehr gibt's nicht zu sehen, verlassen wir mal die Bar. Hey, einen Moment, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich heiße Willy und ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Na, wenn du es riskieren willst, gern. Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Also los, hier geht's lang. Okay. Haha, jetzt wird's heiß. Jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas. Rum, rum. Und jetzt geb ich Gas. Na, beherrsch dich doch mal, Junge. Eine Herausforderung von Biker Willy. Mal sehen, welche Pokémon er einsetzt. Ah, zwei Zickzack. Zwar Normaltypen, aber wenn die sich zu Geradax entwickeln, dann können die es auch vielleicht mal drauf haben, wenn man nicht aufpasst. Wir kämpfen jetzt mit Nachtara und Siana, die schon einiges an Erfahrung haben. Gut. Nachtara, genau, ich nehme einen Biss auf das eine Zixas und Siana, genau, Konfusion auf das andere. Oh, wir haben den ersten Schlag. Das hat gesessen, das Zickzack hat nur noch wenig KP. Gut. Und das hat auch richtig reingehauen, war ja auch Step. Das eine schreckt zurück. Ah, guten Schlag. Lame. Na gut, dann beenden wir mal diesen Kampf. Und das eine reicht noch eine Geheimpower. Ja, und Rückkehr auf das Angeschlagene. Na, das hat reingehauen. Und das erste ist besiegt. 153 Erfahrungspunkte für Nachtara, genauso wie für Psyana. Die Kämpfe hier größtenteils im Kolosseum sind alles Doppelkämpfe, also muss man auch aufpassen, wie man dann kämpft und immer die richtige Strategie dann parat haben. Gut, es gibt nochmal seit 153 Erfahrungspunkte. Und der erste Kampf gewonnen. Tja, verloren. Da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. Und wir gewinnen 240 Poké-Dollar. Die werden wir auch brauchen für später, um uns Items auch zu holen. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Fenab gehen, westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Okay, befolgen wir mal seinen Rat und machen uns gleich mal auf. Ah, da ist es ja. Fenab, Oase der wasserblauen Quellen inmitten der unerbittlichen Wüste. Und Wüsten war eine Tankstelle am Rand der weiten Wüste, die Reisenden Speis und Trank bieten. Also gut, auf nach Fenag. Alter, das ist geil. Das sieht man nur jetzt hier einmalig mit Nachtara und Psyana, wie die da im Beifahrersitz sitzen. Das sage ich gleich schon mal, wenn mich meine Erinnerung nicht... Oh!
die Typen von ihm. Hey, was machst du? Du sollst festhalten, Mann. Das sagst du so einfach, aber die hält dich still. Wie soll man denn da festhalten? Hey, da drin, lass die Spirenzchen. Dauert auch nicht mehr lang. Hilfe, ich werde entführt. Lass mich hier raus. Mist, der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt, hat der Kleine da etwa alles mit angehört? Ey, so unhöflich, ey. Die bekommen gleich mal aufs Maul. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine Wahl. Dein Pech, Kollege. So, der nächste Kampf gleich. Und gleich wieder ein neues Battle-Team. Dafür war Colosseum auch sehr beliebt. Das ist mal ein richtiges 3D-Adventure war, so wie im Rahmen der Edition halt. Oh, zwei Flurmel. Na, die können auch Probleme machen, wenn die zu Krakeno und später zu Krabunz werden. Vor allem mit Aufruhrlernis und ihrer Fähigkeit sind die nicht mehr in der Lage, eingeschläfert zu werden. Nun machen wir mal ein paar Höhner. Gut, und dann noch ein Reflektor, genau. Um erstmal die physische Verteidigung zu stärken. Gut. Dadurch ist das eine Flumme noch in der Lage anzugreifen. Ah, ein schwacher Treffer, wie man in Pokémon Stadium sagen würde. Wie der Stadionsprecher das dann so mal tut. Ah, Aufruhr, damit ist es jetzt nicht mehr in der Lage auch. Volltreffer. Gut, das gibt Drache. Ich mache erstmal das Level 25er platt. Wow, ein Schlag. Ja, speziell am Flummel nicht so viel zu bieten. Glaube ich. Gut. Es gibt erstmal wieder satte Erfahrungspunkte. Und das nächste Flummel wird attackiert. Und das hält ein bisschen Stand. Und ich werde mir gleich mal auch die Werte ansehen, dann weiß ich auch, welche Attacken ich meinen Pokémon beibringen muss. Geheimpower und genau noch eine Konfusion. Aber Cyan ist schon etwas schneller als Nachtara. Das merkt man gleich. So. Level Aufstieg für Nachtara. Ah. Das hat im Angriff mehr zu bieten, genauso wie in der Spezialverteidigung. Und Cyan kriegt noch etwas Erfahrung, aber reicht nicht ganz für den Levelaufstieg. Gut, Finsterling Pain. Du hast doch was auf den Kasten. 500 Poké-Dollar. Nicht schlecht. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Wer mit meinem Flurmel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Gesicht? Im Team Krall gab es doch... Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe! Räuber, hier sind Räuber! Blödsinn, wir sind doch keine Räuber. Wir sind Kidnapper. Kidnapper, verstanden? Du Vollidiot! Du redest uns noch um Kopf und Kragen. Und du freu dich nicht zu früh, klar? Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und dein Pokémon, was eine echte Hake ist. Oh je. Oh je. Ich glaube, da steckt jemand drin. Das ist fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen?
Okay, da müssen wir wohl mithelfen. Der Sack ist mit einem Strick fest zugebunden. Knoten lösen? Natürlich. Kevin zieht an dem fest durchknoteten Strick. Naja, machen wir. Langsam löst sich der Knoten. Gut, ich löse den Strick, mit dem der Sack verschlossen war. Oh. Gott sei Dank, endlich frei. Aber wo bin ich? Wo haben diese Kerle mich hingebracht? Wir sind in Fenak, der Stadt der wasserblauen Quellen. Und dieser junge Mann hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Hey, und wie er gekämpft hat. Das war echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest. Ach, tatsächlich? Danke, aber wer bist du eigentlich? Aha, du bist also Kevin. Mein Name ist... Ah, dann können wir unsere Gefährten benennen, mal überlegen. Genau. Mir kommt mir gerade in den Sinn, so ist der Pink Ranger auch bei Power Rangers Samurai. Genau. Jupp. Ich heiße Mia. Schön, dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in einer Nachbarstadt überwältigt und gefangen. Ach, diese Kerle haben nicht zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal. Aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Oh, naja, ist wohl nicht so wichtig. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Kevin, ist es vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an dem ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Aber natürlich. Danke, Kevin. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Wenn du bei mir bist, dann können diese Rowdies ruhig kommen, Kevin. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Ja. Mia schließt sich dir an. Gut. Da ist noch der Transportwagen. Stecken wir mal an. Irgendwie passt ihr beiden gut zusammen. Fast wäre ich schon ein wenig neidisch. Das Bürgermeisterhaus ist gleich links, wenn ihr die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigt. Aber schöne Musik hat die Stadt schon mal. Oh, und Formio! Formio, jo! Aber gehen wir erstmal ins Pokémon Center gleich. Was war das nur für ein Lärm am Eingang der Stadt? Sicher waren das wieder die Audits aus der Nachbarstadt. Aber da unsere Pokémon Schaden bekommen haben, heilen wir die erstmal. Gut. Genau. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon, aber klar. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Gut, hier am PC können wir speichern, das weiß ich noch. Machen wir auf jeden Fall. Gut, der Spielstand wird gesichert. Gut. Dann mache ich hier an der Stelle schon mal einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Kolosseum. Bis dann!